So, willkommen, Freunde. Ein neuer Bug, ein neues Glück. Ich wollte das Game eigentlich fortsetzen und musste mich wundern, dass mein Joypad wieder nicht funktioniert. Aber das ist ja in dem Game irgendwie üblich. So, you figured out how to use a cell phone, shithead? Shut your mouth and listen. You have your Eigentlich assignment. schade, weil so ein Sure schönes I do. Game. And this is the part where you tell me it's my last chance and nobody's gonna fucking help me, right? Well, save your breath, asshole. Shut up! You are a fucking boy to me, so you listen. You will do this, or it will be done without you, and you will be punished. Do you understand? Now have fun. Na toll. Nett geht ihr ja nicht gerade mit mir um. Oh, I'm too nice to that guy. Should have told him to go fuck himself. Jo. Ist natürlich mit der Maus um einiges empfindlicher. Ich habe auch den Controller schon zurückgesetzt, aber es hat hier nichts bewirkt irgendwie groß. Wir sollen hier lang. Egal, vielleicht spielt es sich auch mit Tastatur gar nicht so schlecht. Mal schauen. Ich glaube, das war ja, dass der Hersteller irgendwie verkauft wurde. Dann wurde das Studio geschlossen. Und ja, jetzt gibt es natürlich keinen Support mehr für das Game, obwohl es gar nicht so alt ist. Eigentlich schade. Ich glaube, von 2019. So why do you want to meet me here? I wanted to check in with you, see how you're doing. How are you holding up? I don't sleep. I can't taste anything if I can eat at all. I cry and cry. Is that what you want to hear? Is any of that not obvious? Hey, I don't want to upset you. I'm just worried. I'll be here for you. Here for me. Why? For me? For Desmond? Are you gonna bring him back? Why? He told me how you treated him when he was alive, so it's a little late to pretend you care. You know what? I just remembered that I forgot something. Bye for now. It was so nice to see you. Kristen, wait! Please, don't run off! At least let us order Goodbye, something. Mr. Pierce. Na, die hatte auf die Unterhaltung auf jeden Fall irgendwie keinen Bock. Naja. Ich kann halt nicht verstehen, warum ihr Ex irgendwie wieder zu den Lebenden geholt wurde. Unheilig. Die unheilige Schule ist jetzt freigeschaltet. Erweitere dein Arsenal. Oh, da kann ich mal einiges aktivieren, nicht schlecht. Okay, das war's dann. Können wir hier eigentlich noch was machen? Ne, was ist mit der Lehre? Die können wir doch auch noch mal. Das war's. Okay, super. Wir haben jetzt alle Punkte vergeben. Bin ich ja mal gespannt. Charaktere. Geschichte. Option. Ja. Controller ist sogar eingeschaltet, aber naja. Was willst du machen? So, dann gehen wir erstmal zurück. Folge Christen, okay. Oha. Ich war gespannt, weil ich kenne ja die Belegung mit der Tastatur nicht so direkt. Okay, das geht aber eigentlich auch ganz gut. Ja.
bin nicht aufzuhalten, würde ich sagen. Okay, warte hier rein. Die Frage, wo sie lang gelaufen ist, ne? Ah, hier. Konnte auf jeden Fall fett klettern, ne? Nicht schlecht. Okay, dann wird sie hier weitergelaufen sein. Ich dachte, sie wäre irgendwie da nach oben gelaufen. Oh, wieder ein Hinweis. Ach du heilige Nonne. Sehr gut. Die Frage, gehen wir da rein, hier weiter runter? These guys look suspicious. Auf die Mütze. Ich bin nicht zu unterschätzen. Das ist nun mal Fakt. Ich überlege, er war ja mal Boxer, jetzt ist er Dämon. Auch keine schlechte Kombination. Nach einem Zielpunkt suchen. Da drüben haben wir einen Zielpunkt. Okay, so geht's. Alles klar. Ich dachte schon, ich hätte irgendeinen Fehler gemacht eben oder so. Aber hat funktioniert. Würde ich sagen, gehen wir gleich mal nach oben. Now you've done it. Now you've really done it. Lucifer's chosen one. Our big chance, savior and destroyer. You didn't realize you chose a side when you signed the pact? You too? Listen, I signed a pact with death, not Lucifer. I'm not that stupid. There's things even I won't do. How do you figure that? You killed yourself and the Fallen Lord saved your ass. You owe him literally everything. Do you understand honor? Loyalty? I understand both just fine. My honor means not having loyalty to the goddamn devil. You can tell him from me that I'm done with his errands. I don't think you understand the situation. You don't have a choice. You must obey. No one ever dishonored the pact and got away with it. Is that a fact, huh? You never heard of Muriel? Okay, you are not Muriel. Even if you could be the savior and destroyer, your powers are not in the same league as... Oh, this is useless. I'm wasting my time. I'll report this to the Saw and Sawyer. And one more thing. I like you. I really do. So take this advice. You're not Muriel. You can't hide. We'll get you sooner or later. Watch your step. Watch your surroundings. You know what? Watch your fucking dreams. You're going to need to. Ihr traut uns nicht zu, so richtig, habe ich das Gefühl. Ja, was haben wir denn hier nochmal? Ne, ich dachte, hier wäre nur ein Hinweis oder so. Hier müssen wir uns nochmal ein bisschen kümmern. Ja.
Aber die Special-Fähigkeiten sind schon nice, muss ich sagen. Die mittlere Maustaste lösen wir die mit aus, den Effekt hier. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal alle. Da läuft noch einer rum. Hier lässt jetzt Staub zu zerfallen. Boah. Auch wenn das so relativ automatisch passiert, dass man da nicht runterfallen kann, fühlt man sich halt nicht wohl. Platt gemacht. Sehr gut. Schade, dass wir uns gerade nicht verwandeln können. Ja, dieselben Kräfte. Aber das hat auch so für ihn gereicht. Ah, die sind schon übel, die Typen. Da habe ich mich fast schon mit den Falschen angelegt. Muss mit der Maus ein bisschen aufpassen, weil wenn ich die zu schnell bewege, dann ja, kommt der hier gar nicht mehr klar. Hier lauern bestimmt gleich die nächsten. Ja, da habe ich es doch fast gedacht. Aber den ersten können wir mal gleich so K.O. hauen, dem gleich den nächsten. Ja, schon zwei weg. Und auch nicht ohne, muss ich sagen hier. Das gibt's auch nicht. Okay, aber den haben wir jetzt auch. Ist ja nicht, ob da noch welche rumlaufen. Ob es das erstmal gewesen ist. Ist wieder eine magische Barriere. Die können wir aber, glaube ich, durchschreiten. Doch nicht. Müssen jetzt nochmal gucken, wo wir die deaktivieren können. A ticket to Georgia. Somebody moved there, I guess. Okay, hier können wir es. Sehr gut. Müsste eigentlich die Barriere weg sein. Nee, ist immer noch da. Okay, dann gibt es wahrscheinlich noch einen zweiten irgendwie. Oder? Können die ja auch gar nicht weiter raus. Wir jetzt durch. Ja. Komisch, komisch. Den suchen wir hier nochmal. Vielleicht haben wir hier auch irgendwas übersehen. Ah, hier können wir weiter. Ja, hier ist auch was versteckt. Hat er sich eben hier verfranst, wollte sich nicht bewegen. Die Tür, die war schon so verlockend. Ich hoffe, dass wir da rein können. Nein, das ist nicht. Ah, hier ist nochmal was. Signs. The hexes. I'm an executor. They usually lead to useful spots or hidden souls. Ja, jetzt kommen natürlich gleich wieder irgendwelche Leute, die Spaß haben wollen. Verwandeln wir mich mal. Nehmen wir die gleich mal richtig auseinander. Sehr gut. Ja, das ist mal ganz schnell Ruhe.
Können wir hier zurück und jetzt müsste aber die Barriere aufgehoben sein, oder? Ja, jetzt ist sie weg. Sehr gut. Gehen wir hier weiter. Das hat natürlich aufgehalten. I'll cut through the backyards. Hier liegt noch was, das sollten wir mal einsammeln. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Vielleicht hier lang? Ja, da quetscht er sich durch. Ah, sehr gut, die könnten wir eigentlich auch packen. Ja, komm. Finish him, sehr gut. Kümmern wir uns erstmal um den Stärkeren. Ja, sehr gut. Bei uns muss sich die Energie unten nochmal aufladen. Das ist gut gewesen, weil dann haben wir keinen Energieverlust. Oh, das sieht wieder nice aus hier. Hier geht's weiter. Das ist mal gut gemacht, dass das so ein bisschen weiß angemalt ist. Dann weiß man genau, wo man hin muss. Geile Gegend, ne? Schicke Häuser. Das Haus dürfen wir nicht rein. Hier können wir noch was aufheben. Und vielleicht können wir ja auch hier durch das Tor. Nein, das ist nicht der Fall. Und bewegt er sich jetzt hier nicht? Ja, manchmal spinnt das Game echt ein bisschen. Das ist so leider ein bisschen nervig. Ach, können wir nicht an dem Haus direkt vorbei? Hier können wir lang, ja. Vorhin habe ich noch gesagt, das ist ja alles weiß markiert und hier ist wirklich weiß markiert. Mr. Valdez's house. That old prick was always spying on Kristen and me. Ja, können wir nicht rein. Ah, die wollen es wieder wissen. Ist, man krallt sich erstmal nur ein. Der nächste. Ah, sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob wir eintreten dürfen. Doch, da dürfen wir eintreten. Gut. Exactly what I wanted. As the Saw ordered, you first, the girl next. Okay, wenn Dämonen sich so gegenseitig umbringen, dann geht das ja noch. Kristen! Desmond? Go to the bedroom and stay there. God damn it, Kristen, go get out of here! Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt dringen die ins Haus ein. Ach, du heilige Neune. Jetzt haben wir zerlegt. Der ist auch platt. Dann gehen wir mal zu ihr hoch, würde ich sagen. Dass er nicht alleine ist. Ah, Glück gehabt. Desmond, ist es wirklich du?
alive and kicking. Why are you alive? Who are those people? What did they want from you? Easy. Easy. I know it's confusing. There's no easy way to explain. Bastard. I thought you were dead. Ja, krass, ne? Die fragt natürlich, was waren das für Leute und was wollten die von dir? What are we going to do now? We're going up in the world. Er bewegt sich da noch, oder? Sah ihm so aus, als wenn er noch lebt. Oder untot ist. This is a good idea. Don't worry. No, fuck. Let us through. Absolutely not. Oh, wir freuen uns mit den Engeln an. Were it not for you being in human company, you would already be dead. Surely you didn't imagine that you could simply waltz into our headquarters. Please. We just want to talk. That is out of the question. I strongly suggest you leave whilst you still can. How about you step aside so I can talk to somebody that matters before I beat the holiness right out of you? This is my home. I am inviolable here. Wait. She's waiting for you. Okay. Ich hoffe, sie kann uns helfen. Make yourself at home. I must say, I'm impressed. Coming here of your own volition must have taken extraordinary courage and stupidity, of course, Desmond. Sounds about right. Listen, I need your help. You need my help. I'll return to hell and talk to your fallen brother. But I need you to keep Kristen safe. She's been hunted by executors. Maybe by all of them. Not beating around the bush, are you? I can see that the rumors are true. I can grant her protection. But only if you decide to join us. No more taking orders from Lucifer. Let me guess. You want me to take orders from you instead? Desmond, hold it. Wait. There's someone you should meet. Okay, wir dürfen keine Aufträge vom Teufel mehr annehmen, nur noch von ihr. Ich hoffe, dass es dann besser wird. Aren't you supposed to be the good guys? You've enlisted a rapist. Because of him, I committed suicide and ended up in hell. You killed me. If you just listened to my explanation. Don't you fucking touch me. I don't have to. Okay, also wir haben ihn ja umgebracht, stimmt, deswegen ist er der Gute. Und er ist quasi ja der Böse. Ja. This was all part of the plan from day one. You were the means to an end. Join us. Der Teufel hatte das alles geplant, okay? So interessant. Oppose and you will both. Be considered threats. You know what? I'm sick of angels and demons. You're no different than Lucifer. Treachery, manipulation, violence. You thought showing me this would make me join your cause? The manipulation never stops. I'm out. You hear me? I'm out. Engel, ihr Teufel, ihr seid doch alle gleich. Ich bin erstmal raus. The only good thing. Naja. To regain trust in my friends. Take her out of here. Please. Give her protection. Till I can return from hell. The stakes are greater than you can imagine. Okay, er wird langsam ein bisschen vernünftig. Do not try to deny your part in this. Both of you. Desmond, I won't go without you. There's no time for that. Sorry. Friends are friends. It didn't have to end like this. You're now unwelcome here. Good. We have nothing more to talk about.
You don't believe that you can simply leave this place, do you? I can. I can do whatever I want now. You'll be back. Oh, huh. Ich muss gegen den kämpfen. Und sie sagt, ich habe keine Möglichkeit, aus dem Gebäude zu entfernen. Ich wäre es mir lieber, er würde das nicht machen, dass er sich hier mit den Engeln anlegt, sondern sich mit denen verbündet. Kind of empty, but still stylish. Ja klar, er ist auf Verflucht und guckt sich da mal nebenbei so ein paar Hinweise an, ein paar Prospekte. Jawohl, so ist das. Gespannt, ob wir überhaupt rauskommen. Nächsten. Wahrscheinlich ist das wieder so gedreht, dass ich nicht rauskommen kann. Egal, was ich mache. Seele habe ich eingesammelt, das ging dann. Also ich würde das nicht machen, wenn ich ihn wüsste, ich müsste entkommen. Aber ich habe keine andere Wahl. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich, wenn es keinen Fahrstuhl gibt, durch die Tür. Treppe sehe ich ja auch nicht. Nee. Was sind da Rolltreppen? Tja, dann müssen wir mal gucken. Tür ist auch zu. Ah, hier geht's weiter. Hier ist auf. Den ersten Engel haben wir platt gemacht. Alter, ich weiß gar nicht, warum sie das so zulässt, weil... Wir zerstören die ganze Armee hier irgendwie. So. Obwohl, da war es ja grün, da müssen wir eigentlich durchkommen. Jetzt rennen wir aber wieder nach oben, also. Ein Engel, das ist gut. Das heißt, da geht's weiter. Das hat der Fahrstuhl. Okay, für einen Engel werde ich mich jetzt hier nicht verwandeln, obwohl ich es eigentlich schon könnte. Ist doch noch nicht der Fahrstuhl. Ich hätte gedacht, das wäre. Hier wieder. Okay. Ah, hier ist er. Nee, auch nicht. Ist auch eine Tür. Sehr seltsam. Oder ist es, wie ich gesagt habe, so gemacht, dass wir hier gar nicht entkommen sollen? Gucken, ist der Notausgang. Ja, jetzt verwandeln wir uns aber mal. Fetter Move, muss ich sagen. Also wenn der sich verwandelt, dann
die nächsten zwei. Ah, hinter mir ist noch einer, ein vierter. Werden immer mehr. Sind einfach elegant, wie so Fechter stehen da rum. Und machen eigentlich sonst nichts. Außer, dass wir ab und zu mal einen Schwerthieb verpassen. Gott, ich habe das Gefühl, ich werde hier nie wieder rausfinden. Schon wieder. Ja, nur am Kämpfen hier. Ja, das werden ja mal mehr. So, Raserei habe ich auch wieder. Also ich könnte mich wieder als Dämon zum Dämon verwandeln. So, jetzt sind wir schon mal draußen. Das ist ja mal was. Vermute mal, wir müssen hier lang. Genau. Macht das nicht. Also Steuerung ist manchmal, das hätte man noch patchen müssen. Ja, das ist leider so. Aber ansonsten, so von der Story her und so, ist das ein ganz geiles Game. Kann ich anders sagen. Noch einer. Den haben wir auch beseitigt. Noch einer. Kann man mal sehen, was wir für Kräfte haben müssen. Wie viel Engel wir hier platt machen. Oh, noch mehr. Ich vermute mal, wir prügeln uns so lange, dass sie irgendwann sagt, so jetzt Schluss jetzt. Und sie kommt dann raus hier, unser Oberengel. Ich kann mir vorstellen, dass das hier so weitergehen kann. Okay. Jetzt müssen wir abhauen können, oder? Ja. Mann. Style. Not too shabby. Ah, hier geht's weiter, okay. Scheint ihm zu gefallen hier. Sieht ja auch alles schick aus. Ah, endlich ein Fahrstuhl. Wobei, wenn ich ein Dämon wäre, dann wäre ich schon. Na. Dann wäre ich schon gefahren, runtergesprungen vom Haus. Das wäre wahrscheinlich gegangen. Desmond, there's a limit to how high you can go. With your soul, I can break it. Oh Gott. Heftig, Alter. Jetzt hat er sich noch mehr verwandelt. Machen wir das da auch mal.
hoffe, dass wir das einigermaßen überstehen hier. Das ist schon ein Unterschied jetzt, wo er kann zurückverwandelt hat als Dämon. Aus der Ecke raus hier. Der so schnell schlagen, wie man kann. Ich komme hier irgendwie nicht aus der Ecke raus, obwohl ich ja durchsichtig bin. Also jedenfalls, wenn ich eine gewisse Taste drücke. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Letzten Kontrollpunkt neu laden, okay. Ich habe gedacht, den packen wir. Aber ich war in der Ecke so festgebackt, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich hoffe, dass ich mich auch weiterhin verwandeln kann. Desmond, there's a limit to how high you can go. With your soul, I can break it. So. Versuchen wir es erstmal auf normalen Wege. Okay, kommt immer nicht viel. Bisschen ausweichen, schlagen. Ausweichen. So lange schlagen, was das Zeug hält. In der Hoffnung, dass er mit dem Verwandeln nicht aufhört. Ich weiß gar nicht, ob die Energie sich erholt bei mir. Das sieht nicht so aus. Nee, holt sich nicht. Okay, jetzt haben wir es aber geschafft, dass wir wiederbelebt werden. Ja, wie ist das mit der rechten Maus, das hier? Ich hoffe, jetzt packen wir, ne? Ah. Es gibt so Schläge, die muss man nicht abbekommen. Also man kann sie auch gar nicht so richtig fahren, die ja gar nicht so richtig wären. Jetzt kommt. Ich hoffe, dass wir noch einmal wiederkommen und dass wir es dann schaffen. Jo, super. Jetzt müssen wir einen kriegen. Oh, los, komm. Oh, er macht auch nichts mehr. Das Spiel ist teilweise echt seltsam. Dann wächst Energie ab. Selten Spiel gesehen, was so viel Bugs hat. Echt unglaublich. Aber okay, wir haben es jetzt. Das Spiel selber macht ja Spaß. Ein paar Fehler nicht wären. So, wir können uns gleich als Dämon dann nochmal verkleiden. Das ist verkleiden, verwandeln. The fire is mine.
Jo, jetzt haben wir's. Ich hätte gedacht, wir schaffen das nicht. Jetzt muss man den Engel töten. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, ey. So ein Erzengel wahrscheinlich. So, haben wir ihm die Seele sogar noch geklaut. Oh, jetzt werden wir noch böser. Eieiei. Okay, aber ich meine, wie soll es denn auch weitergehen, ne? Ich meine, stell mal vor, wir sind jetzt auf der guten Seite und würden auf einmal, was willst du machen? Willst du auf einmal Tiere streicheln oder? Das würde ja auch nicht so richtig passen. Jetzt scheinen wir wieder in der Hölle zu sein. Auf ein unbekannter Ort. Immer diese hinterlassenen Karten, da weiß ich auch nicht. Nur irgendwelche Botschaften von irgendwem, aber es klärt sich auch später noch. Würde ich auch sagen, jetzt müssen wir uns mal auch verwandeln. Aber nicht ein Problem. Werwölfe sind sogar auch dabei, ne? Hurra. Ist natürlich gerade nice, muss ich sagen. Also mit den Werwölfen oder so, das ist schon. Das hat schon was. Gedacht, dass ich ein bisschen mehr einsammel. Also an Energie, wenn ich die jetzt hier platt mache. Okay, den habe ich Gott sei Dank auch geschafft. No more games. I'm gonna beat the shit out of you right here in front of everybody. You traitor, I'm not worthy of a fair fight. I will show you the special place we have for the ones like you. Ja, der ist einfach zu mächtig. Ich hoffe, wir können ausbrechen. Und wir machen ihn dann fertig. Hui. Ich hätte mal gedacht, dass wir so ein bisschen stärker sind, aber. Gehört wahrscheinlich zur Handlung jetzt dazu. Quasi gefangen. You're a lousy teacher. It was your choice. I tried to warn you. You see, there are places even demons are afraid of. I always knew you couldn't be the savior and destroyer. Der Typ wirkt für mich sehr unsympathisch, okay, aber was soll ich auch sagen? Der hat ja meinen Avatar erstmal gefesselt hier. The pact means you will be here for all eternity. And I will visit you a lot. And I will take my time with you. Because I can. There are other things we can do. We could hold you here for a few millennia. You tried this on Muriel? No wonder he doesn't like you. If I wanted to find someone, I could do it without any problems. Let me give you one last lesson. Don't waste time on that pussy. This is my mark. If you want to find me, just search for this sign. And the same goes for Muriel. Oh, come on!
When I'm finished, he'll need a compass to find his own ass. Do you understand? I think so. Let's go. For now. Hey, doggy doggy. Play dead, doggy. I mean, you are dead, but... Sarge, your master. Hey, doggy, heal! Heal! Okay, jetzt kommt der. Jetzt habe ich ihn so oft angerufen, gesagt, er soll mal vorbeikommen. Ich hoffe, dass wir dann uns auch befreien können. Oh, klar, sehr gut. Jetzt nicht mit berechnet. Der spezielle Ort. What did Sarge say? Ah, yeah, I need to look out for his marks. Okay. Oh, this place is huge. Getting out of the cell was only the beginning. Ah, ich würde sagen, das ist die Hölle, oder? Ja. Okay, mit dem werde ich ja so ganz gut fertig. Ich hoffe ja, dass die mich hier rauslassen. Ah, hier. Alles klar. Keine Energieanzeige, das verstehe ich gar nicht. Okay. Weil haben die anderen ja auch irgendwie nicht, also von daher. Sehr gut. Wenn ein Siegel zerstört. Alter, was er für Kraft hat, das ist echt Wahnsinn. Wenn der andere ihn so fertig gemacht hat, als er ihn gefangen gehalten hat, habe ich mich schon gewundert. Hier ist das Zeichen, ne, für den... Dann quasi, wenn er zusammen meistern möchte. Weil wir sind ja immer noch der Schüler von dem Alten. Das hat dem anderen aber leider nicht so gepasst. Rübergeklettert. Was haben wir denn hier? Wir sollen nach einem Zugang suchen, ne? Achso, Zielpunkt suchen. Das hat ja doch noch ganz gut geklappt. Ich dachte, wir kommen da gar nicht raus. Aber scheint zu funktionieren. Machen wir mal das Siegel kaputt. Das gibt wieder Kraft. Labyrinth. Okay, I guess I'll try not to get lost. Ja,
Links und rechts gucken, okay, aber ich glaube, das reicht, wenn wir hier den Hauptweg laufen. Gott sei Dank schickt er nur die Kleinen und nicht die Großen. So eine Art Fahrstuhl. Das ist ja klasse. Dachte ihm der, was bewegt sich denn da? Und dachte, dass das Tor sich bewegt da hinten, dass das aufgeht. Aber es war ja schon auf. Das hatte ich ja geöffnet zur Hälfte. Dass wir den packen. Ja, das ist aber auch so ein bisschen engelsgleich hier. Kriegt aber ordentlich was. Und eine schöne Seele, die wir eingesammelt haben. Frage, wo geht's jetzt lang? Die Frage stellen wir uns ja oft. Sammeln wir auch mal ein. Wozu das auch immer gut ist. Oh, da lag auch noch was. Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Guck mal. Achso, hier ist er wieder. Hat er eben manchmal nicht, also eben nicht angezeigt und manchmal macht er das auch generell nicht. Ist nicht immer so leicht. Den richtigen Weg zu finden. Ja, die Steuerung. Das wäre nochmal was, was man hätte nochmal ein bisschen patchen können. Aber Story an sich und so kann man spielen, also ist nice. Hat auch nicht viel Geld gekostet, glaube ich, 6, 7 Euro oder so. Ja, und rüber. Clearly somebody was being kept here. And all these security measures suggest he was pretty important. Schön in der Mitte bleiben, dass wir nicht irgendwo zerquetschen, wenn wir am Rand stehen. Geht aber auf jeden Fall weit nach oben. Die Fahrstühle sind natürlich arschlangsam, aber die brauchen wahrscheinlich auch keine schnelleren, weil wozu? Der Teufel hat Zeit.
Jawohl. Ich glaube, wir machen erst den Werwolf, weil der Werwolf, der ist schneller down. Und sie verträgt ja ordentlich was. Wenn die dann im Hintergrund, wenn ich mich mit dem Werwolf-Büttel auch noch rumzickt. Und noch eine davon. Das ist eigentlich egal, wen wir zuerst angreifen. Wir können uns jetzt auch langsam wieder verwandeln, aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Warten mit der Verwandlung, bis noch irgendwas Größeres kommt. So, hier sehe ich auch schon den Punkt da oben. Jetzt ging da doch ratzfatz. Von da komme ich ja. Lassen wir jetzt mal liegen, wir laufen jetzt erstmal hier zurück. Machen hier erstmal Siegel kaputt. Jawohl, das war doch schon mal nice. Hochklettern. Vielleicht ist das ja auch nur eine Prüfung, der wir uns unterziehen müssen. Kann ja auch sein, dass sie mich ja gefangen genommen haben. Das ist also nichts für Leute mit Höhenangst. So. Kann man mal ein bisschen was sammeln. Wenn ich das so sehe, würde ich sagen, er hat das Bouldern für sich entdeckt. Dass er hier mal die ganze Zeit nur am Klettern ist. Oder braucht Zeit, dass nochmal wieder einer zum Vorschein kommt. Ich dachte schon, die schlafen alle, Dämonen. Punkt gar nicht angezeigt, den ich sonst immer auswähle. Oder auswählen muss. Jetzt die Frage, wo geht's jetzt hier lang? Hier wird nichts angezeigt. Hier wird auch nichts angezeigt. Das heißt hier, das war eigentlich nur ein Boni, den wir hier eingesammelt haben.
zeigt das hier unten gar nicht an. Oder geht's da gar nicht zurück? Weil nach einem Zielpunkt, weil da hinten ist doch was ich normal zerstören muss, oder nicht? Oder es geht hier weiter. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal hier weiter. Ja, hier geht's auch weiter nach oben. Ich muss dich da auch gar nicht zurück. Ja, hier doch alles richtig gemacht. So, jetzt gibt's ja mal auf die Mütze hier. Ja. Dann soll ja allen nicht langweilig werden, wenn ich da bin. Die kleinen Dämonen sind da einfach nur ein bisschen nervig, aber... Ah, die tun mir nicht unbedingt was. Mal, ich werde meinen Meister bald finden. So, this is where the high-ranked executors live. Lang müssen. Hier lang. Hier können wir was einsammeln. Musik gefällt mir jetzt, muss ich sagen. Also nicht schlecht. Ach, hier geht's lang. Jetzt hat er ja so oft versucht, irgendwie durchzukommen, abzuhauen. Da ist er, der Meister. Or maybe you were much like him. You were friends? Executors don't look for friends in other executors. And Muriel wasn't the friendly type. Have you seen the abandoned rooms along the hallway? They were all high-ranked executors. And all died at Muriel's hand. So that's why you want him? That's why I want you to stop. I cannot allow this to happen again. You are one of us now. If not for Lucifer, you would stay in the forest. Let me choose for myself. You cannot change what has already happened. It is too late for you to live a normal life. Okay, das macht mir ja keine Hoffnung, dass ich kein normales Leben mehr führen kann. You know my father. It all started with him. He can open up your eyes, can explain to you why you have to make a choice. Savior or destroyer, one or the other. There are only those two options, no more. No, I can make my own options. That's what Muriel thought. You see how that ended? Bad for you. But for him? He's banished now. Hunted by all. No one can help him. But somehow he managed to stay out. Go. Talk to your father. I'll send you back. Consider this as my last favor. When we surely meet again, I will extend you no more special treatment. I want to thank you. Just go.
And remember, you have to make a choice. Okay, er kann jetzt mit seinem Vater reden. Mit dem hat das wohl irgendwie alles angefangen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Okay, wir sind jetzt wieder bei den Engeln. Oder meint er mit Vater einen heiligen Vater? Das kann natürlich auch sein. Hi, son. Ah, nee, doch, ist sein Vater. Not surprised to see me, huh? Well, let me guess. The soul for money? Terrible cliche. I expected something better from you. More what? Cash? When? 3 months before you were born. Someday I'll tell you the whole story. If you live long enough. There are rumors that Lucifer put a price on your head, son. What about Kristen? If they're tracking you... Don't worry about her. I've got friends, too. You? Friends? Yeah. Life and death ones. Look, I came here for a reason. You want me to help you? I don't need your fucking help. All I want is info. Can you explain to me what I am? Or more like, what I've become? If the prophecy is true, you're the one that can change how the eternal war between angels and demons will look like. It all depends on your decision. Will you choose the way of a savior and shield the earth from the invasion of hellish forces, or will you become the destroyer and unleash hell here, cutting the heavens off? Tell me, have you made your choice? So I say yes, we live. I say no, we die. Bullshit. Don't tell me you believe in this. I wish it was that simple. There's also Lucifer's child involved. Lucy has a baby? Planned or accidental? There's no time for your stupid jokes. Just realize the consequences of your decision. I've already made my decision. I'm not joining either side. And how are you going to deal with the small fact of being an executor now? I know a guy. Muriel. You might have heard of him. Jesus, kid. You're not playing around. Okay. But you need to find him first. He chose his own way, but he's still the most powerful executor in existence. He can be your bargaining chip when talking to Lucifer. Do you know where to find him? No one does. That's his secret. Everybody wants to find him, just like you. The angels have been tracking his blood for quite some time now. His blood? Every executor, while signing the pact, leaves a few drops of blood. You dropped one, so did Muriel in this time. Anyone who has it can use it as a form of tracking device to pinpoint the exact location of the donor. So, the angels found it? Not exactly. They were looking for it, and then they stopped. If you're trying to not choose sides, you should meet Gabriel and talk to her. No, I already did. It got pretty intense. She's an angel, son. She can't harbor a grudge for long. Thanks. It doesn't matter now. We're gonna burn in hell anyway. You have to leave. They're here. Okay, wir müssen abhauen. Tja. Let's get out of here. Oh Gott. Kommt schon die nächsten. Wir wollen es wissen. Kannst du hier auch mal F drücken? Wir müssen nochmal genau gucken. Was bedeutet das F, was er mir mal anzeigt? E ist ja klar, Special Move. Ja, dann machen wir ihn platt. Sehr gut. Oh, zwei sind noch über.
gut, nur noch einer. Wenn der andere nicht von hinten immer angegriffen hätte, dann wäre es auch noch einfacher gegangen. Oha. Das musste ja passieren. Jetzt will er wieder von der Steuerung her nicht. Drückt doch mal E. Dankeschön. Wir wieder am Notausgang. Da waren wir da vorhin auch schon. Hier ständig nur auf der Flucht. Ja, krass, dass sie sich jetzt hier wieder alle versammeln. Jetzt müssen wir uns aber gut durchsetzen. So, zack, der Erste. So, komm, der Nächste. Bam, 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 bam. Komm, Special Move. Ach, F ist Flammschießen. Ja, ist alles klar, weiß Bescheid. So, wir haben uns noch nicht dämonisch verwandelt, aber ich glaube, den kriegen wir auch so hin. Sehr gut, dann haben wir den drüber abgerissen und jetzt ist, glaube ich, erstmal Ruhe. So, wir sind ja hier reingekommen. Wo es weitergeht. Ich denke mal, am Notausgang wäre ja Schwachsinn, wenn wir ja zurücklaufen, oder? Wir hier noch mal genauer. Okay, aber das ist auch nur ein Riesenraum. Es gibt hier gar keinen anderen Ausweg. Das heißt, wir müssen auch zurück. Das ist gar nicht derselbe Weg, wie wir reingekommen sind. Mal platt hier. Ja, sehr gut. Jetzt kann der nächste noch. Müssen wir eigentlich wieder weiter können. Klopperei hat immer ein bisschen was von Batman, finde ich. Ja, von Arkham Asylum oder so. Third time's the charm. Come on. Ich hoffe, der wird jetzt nicht kaputt gehen und. I need to get to my car and I'll be out of here. Na, mal den erst. Die können sich abwechseln, wie sie es gerne hätten. Wieder einen platt gemacht. Ah, shit. Noch mal umschalten sollen. Auf Dämon. So, jetzt aber. Der verträgt glaube ich nicht mehr viel. So, komm, finish him.
Jawohl. Schnell mit dem Auto weg. Oh, das war wieder ein Kampf. A chair. You think a chair can stop angels? I chose to come here. I need to talk to you. And why should I not kill you where you stand? You have desecrated my home, killed a great many of my angels. Why would I speak with you? Well, one, I'm getting more powerful, so don't think you can take me down easily. Two, well, I got a proposition for you. Ja, er hat die auch nur umgebracht, weil die ihn aufhalten wollten. Das kann sie mir jetzt auch nicht vorwerfen. Muriel's blood. How's that an offer? It's a hell of an offer. If I get it, your brother down below is denied it. We are no longer looking for it. Yeah, I heard that. Why? Was damit sagen will, die wollten ihn ja auch umbringen. No, you cretin. It's hidden beyond our reach. And that's where I come in. It's much better for everyone if I handle this. All right. I'll tell you what we know. Muriel's blood is hidden in hell. He planted it in the very heart of the abyss. There's a tower there. It's heavily guarded, and the only way to reach it is to enter through a special demonic portal. Are you powerful enough? The souls of your angels have given me strength. Come closer. Jetzt kriegt er eine Spezialwaffe. Ah ne, eine Karte, alles klar. Zeigt ihm, wo er hin muss. On the marked spot. Okay, den markierten Bereich hat sie ihm gezeigt und jetzt, ja, ist er dahin. Bin mal gespannt. So, Kapitel 12, das Blut. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. War sehr nice, hat echt Spaß gemacht. Lasst mal ein Abo da, Like, Kommentare nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.